Fachmann allein ist nicht. Sie können Ihre komplexen fachlichen Kenntnisse didaktisch reduziert und auf den Fragehorizont der Lernenden angepassten Weise einbringen. Das ist einer der Schlüsselsätze. Man erzählt nicht alles und man fragt die Leute, weil sonst kriegt man den Fragehorizont nicht raus. Ja. Gegenbeispiele haben Sie alle genug selber, ja? Eines meiner Lieblingsgegenbeispiele ist, vor vielen Jahren habe ich das mal erlebt, auf einer Tagung an der Uni Mainz wurde man abends eingeladen zu so einem Umtrunk und dann berichtete einer, der die Geschichte des Mainzer Doms in- und auswendig kennt. Ja? Also, Fragehorizont der Wissenschaftler war, die waren alle satt, tagsüber getagt, die wollten abends sich unterhalten. Und da hätte man eigentlich erwartet, da kommt jetzt so ein Mensch und berichtet so ein paar Sätze über den Mainzer Dom und seine Geschichte. Aber dieser Kollege, den die dafür gewonnen haben, der war nicht zu bremsen. Der hat anderthalb Stunden am Stück geredet und war da erst im 15. Jahrhundert angekommen. Ja, das ist das Gegenbeispiel. In der Fachliteratur der Pädagogik nennt man das manchmal Wissensmast. Man mästet die Leute mit Wissen. Und wenn Sie jetzt an die Gänse denken, wenn die gemästet sind, dann fliegen die ja auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Gänse vorher fliegen, aber zumindest bewegen sie sich nicht mehr so leicht. Ja? So, Fachkompetenz heißt aber auch, Sie wissen um die Bedeutung der eigenen Weiterbildung, auch und gerade in fachlichen Belangen, und nehmen kontinuierlich an fachlicher Weiterbildung teil, das hatten wir vorhin. Und dann ist bei all diesen Kompetenzen, bei diesen fünfen, haben wir systemische Kompetenzen dazu entwickelt. Systemische Kompetenzen, die da lauten jetzt im Bereich fachliches Wissen. Sie können fachliches Know-how und berufliche Erfahrungen loslassen und Situationen der Unsicherheit und des Nichtwissens gestalten. Loslassen und Unsicherheit gestalten. Sie wissen um die distanzierende Wirkung Ihrer herausragenden Rolle und können auch durch ihre menschliche Präsenz wirken. Das ist auch hier so ein Punkt, ja. Kann man erwachsene Studierende eigentlich wirklich gut in ihrer fachlichen Kompetenz voranbringen, wenn man unglaublich weit entfernt ist mit seinem Durchblick? Das ist eine gute Frage. Können alle, die so weit entwickelt sind und so richtig kompetent und vertieft fachlich aufgestellt sind, können die sich noch verknüpfen mit den Fragen, die jemand hat, der am Anfang steht? Sie wissen um die Wirkungsweise von komplexen Systemen und handeln auch in Ihrer Bildungsarbeit entsprechend. Das sind wesentliche systemische Kompetenzen. Das heißt, an dieser Stelle, Fachkompetenz, geht es eigentlich bereits um wesentlich mehr als nur um Fachkompetenz. Gibt es zu diesem Thema Fragen, fachliche Kompetenz? Das können Sie nämlich jetzt für sich wie übertragen. Da steht ja drin, bei dem Systemischen, Sie können fachliches Know-how und berufliche Erfahrungen loslassen. Das heißt, im Interesse der Bildung meiner Erwachsenen sage ich Ihnen nicht, was ich wüsste. Was heißt das? Ja? Ich kann das loslassen. Ja genau, darum geht's. Dem Erwachsenen und auch die Infrastrukturvoraussetzungen schaffen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das Beispiel schon von den Lernlandschaften erzählt habe. Ich glaube nicht, ja. Ich war nämlich, das habe ich mir erst letzte Woche angeschaut. Ich war letzte Woche in Bad Honnef, in dieser Bildungsstätte der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit, von der ich ab und an mal berichte, die wir begleitet haben und beraten haben mit solchen Konzepten. Und die sind dazu übergegangen, haben gesagt, damit diese Menschen, die wir da in Entwicklungsländer schicken, in völlig unbekannte Kontexte, damit die dort richtig gut kompetent sind, müssen wir die anders begleiten, als sie vorzubereiten. Indem wir sie vorbereiten, stiften wir eine vermeintliche Sicherheit. Und darum geht es nicht, sondern im Gegenteil. Die müssen ein bisschen erschüttert werden, ihre fertigen Konzepte aufgeben und vor allen Dingen müssen wir sie ganz stark machen, indem sich neu mit Unbekanntem auseinandersetzen. Jemand in einer anderen Kultur,
der muss das können. Und ich war letzte Woche da, habe mir angeschaut, wie die das umsetzen und unter anderem, abgesehen davon, dass die auch so ein Profil entwickelt haben, auch ein didaktisches Konzept, ich habe darüber auch hier schon mal berichtet, ja, wo sie sich völlig lösen von dem Begriff der Vorbereitung. Vorbereitung ist sowas Lineares, als könnten wir die Zukunft vorwegnehmen. Aufbereitung wäre ein richtig schöner Begriff, aber der ist ein passender Begriff, aber der ist nicht schön. Unter anderem haben sie deshalb Folgendes gemacht. Die haben gesagt, normalerweise ist es so, Menschen, die in Entwicklungsländer gehen, die brauchen landeskundliches Know-how. Welches genau ist auch schon wieder undeutlich. Weil ob, je nachdem, ob die nach Nordostbrasilien oder nach Rio de Janeiro gehen, oder brauchen die was anderes. Zweitens, haben die es dort mit Teams zu tun. Die müssen was mit Umgang mit Teams lernen. Drittens, haben die also auch die Frage, wie geht man mit anderen Kulturen um und. So können die 5, 6 Gefäße, so nennen die das, identifizieren. Und diese Gefäße haben die architektonisch umgesetzt, indem sie einen Riesenbereich gekauft haben, der wie so eine Verkaufsfläche ist, so eine große, mit Zimmern, die so von diesem Bereich weggehen. Und diese Zimmer werden thematisch immer wieder neu bestückt. Ja, da ist alles Mögliche drin. Bücher, Videos und so weiter. Und dann gibt es so Stellen, wo Trainer sitzen und ansprechbar sind, Beratung machen. Aber die Lernenden können sich in diesen Lerninseln, wie gesagt, selbstständig auseinandersetzen mit dem jeweiligen Thema. So, damit Sie mal sehen, wie das so gedacht ist. Wir versuchen sowas Ähnliches gerade aufzubauen, das ist aber noch räumlich nicht so ganz deutlich. Ob wir für Studenten dieser Universität auch solche Lern- und Ansprechpunkte organisieren können. Gut, meine Damen und Herren, vielleicht mal so viel zum ersten Block Fachkompetenz. Das ist aber nur ein Block. Gehen wir mal zur Bildungskompetenz. Auch da die Folie jetzt nicht bunt und blinkend, sondern einfach so, wie sie downgeloadet wurde. Ich lese auch das mal Schritt für Schritt vor. Bildungskompetenz, ja. Lehrende in der Erwachsenenbildung verfügen über ein zeitgemäßes und modernes Bildungsverständnis und können ihre Aufgabe entsprechend bildungstheoretisch vertreten. Das ist einfach, das ist notwendig, dass man über Bildung Bescheid weiß, was das ist, wie schwierig das ist, welche Ansprüche damit verbunden sind. Da gibt es so alle 3, 4 Jahre gibt es wirklich wegweisende neue Impulse. Insbesondere können Sie deutlich die Kompetenzen beschreiben, zu deren Förderung und Entwicklung Sie bei Ihren Lernenden beitragen können. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Gehe ich mal wieder in Ihre Lebenssituation. Ich kann verraten, dass die Fakultäten dieser Universität an der Frage gerade stehen. Was sind eigentlich die Kompetenzen? Wie beschreiben wir die Kompetenzen, für deren Förderung und Entwicklung wir zuständig sind? Im Bereich der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Lehrerbildung und so weiter. In der Lehrerbildung sind wir schon relativ gut, da gibt es eine klare Beschreibung von Kompetenzen. Wissenschaftliches Studium ist dann gut, wenn nachher diese Kompetenzen beobachtbar sind. Sie wissen, um die kurze Verfallszeit eines nur fachlichen Wissens und sind in der Lage, auch die außer- und überfachlichen Kompetenzen ihrer Lernenden sowie deren Selbstlernkompetenz zu stärken. Sie kennen den Bildungsauftrag ihrer Einrichtung, fühlen sich diesem verpflichtet und erfüllen ihn durch ihre eigene Bildungsarbeit sichtbar mit Leben. Häufig ist das so, dass, oder eigentlich immer ist es so, dass Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner in Bildungseinrichtungen sind. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, bei der Kammer, bei der Evangelischen Kirche, bei den Gewerkschaften, bei der Volkshochschule. Und diese Einrichtungen haben einen Bildungsauftrag, eine Art Leitkonzeption. Und dann auch systemische Kompetenzen. Erwachsenenpädagogen und Erwachsenenpädagoginnen kennen die neuere Kognitions- und Lerntheorie sowie die Konzepte zur Persönlichkeitsentwicklung und Wissen um die Notwendigkeit der Beziehung, Selbstwirksamkeit und Wertschätzung bei Veränderungsprozessen. Sie wissen, dass man andere Menschen nicht verstehen, wohl aber dabei beobachten kann,
wie diese sich bemühen, ihre biografische und lebensweltliche Balance zu halten. Sie wissen, dass Bildung einer Eigenbewegung des Subjektes voraussetzt, die umso wahrscheinlicher wird, je größer die Zahl der Möglichkeiten der Anknüpfung und des Sich-Einbringens ist. Diese letzten drei Kompetenzen sind sozusagen schon mehrfach hier angedeutet worden. So, jetzt machen wir mal die drei anderen Kompetenzen, bisschen schneller. Die didaktische Kompetenz, da formulieren wir jetzt mal nur, schauen wir uns mal nur die Kernkompetenzen an und nicht die systemischen Kompetenzen. Dazu kann man sagen, Lehrende in der Erwachsenenbildung verfügen über ein grundlegendes didaktisches Wissen, welches sie in die Lage versetzt, die Aneignung der Lernenden wirksam und nachhaltig zu unterstützen. Didaktisches Wissen, das kommt hier in dieser Vorlesung nur vereinzelt vor. Wir sprechen dann von Erwachsenendidaktik. Didaktisches Wissen heißt aber, dass man, wenn man diesen Bereich anstrebt, man auch diese Veranstaltung neuere Ansätze der Erwachsenendidaktik besuchen sollte. Ja? Sie wissen, dass das eigene Lehren nur eine von mehreren Möglichkeiten zur Bereitstellung von Wissen, Erklärungen und Beratungen ist und kennen auch die ungewollten Nebenwirkungen einer überwiegend lehrabhängigen Bildungsarbeit. Also mein grauen Beispiel ist ja immer das von dem militärischen Kontext. Die Bundeswehr hat ganz viele Ausbildungsschulen und wenn Sie da reingehen und die Lernkultur versuchen zu erspüren, mit den Ausbildern da reden, dann haben die genau das. Die glauben, Lernen findet statt, wenn man lehrt. Und die denken noch weiter, Lernen findet statt, wenn man die anderen klein macht. Ja, Befehl, Gehorsam ist da ganz ausgeprägt noch. Und dann stellen wir uns hin und sagen, hört mal zu, die Lernforschung sagt uns genau das Gegenteil. Ja, das ist ein nicht uninteressanter Punkt. Also es geht um die ungewollten Nebenwirkungen einer überwiegend lehrabhängigen Bildungsarbeit. Das ist auch ein Thema, welches man kritisch an Universitäten sich anschauen könnte. Welche Nebenwirkungen sind damit verbunden, dass ich vorhin gefragt habe, wer von Ihnen ist schon mal unterstützt worden in seinem eigenen Entwicklungsprozess und keiner meldet sich. Ja, das ist eine Nebenwirkung. Sie verfügen deshalb über didaktisch-methodische Fähigkeiten zur aktivierenden Gestaltung nachhaltiger und lebendiger Lernprozesse Erwachsener und nutzen auch die spezifischen Möglichkeiten der neuen Bildungstechnologien. Das ist eine Dimension, die ganz stark reinkommt, neue Bildungstechnologien. Sie wissen um die Wichtigkeit des selbstgesteuerten Lernens für die Kompetenzentwicklung erwachsener Lerner und räumen diesem deshalb einen prioritären Stellenwert in den Lernarrangements ein. Selbstgesteuertes Lernen, Independent Learning. Wenn wir das unterlassen, das zu fördern und zu erwarten, dann dürfen wir nicht darüber klagen, dass die Studenten oder unsere Erwachsenen das nicht können. Oder noch genauer gesagt, wenn Schule, Ausbildung und Erwachsenenbildung dieses selbstgesteuerte Lernen nicht einüben, dürfen die Unternehmen sich nicht wundern, wenn sie Menschen haben, die das nicht können. Selbstgesteuert zur Problemlösung beitragen. Man kann das eine wie das andere trainieren. So, das ist die didaktische Kompetenz, die Beratungskompetenz, von der ich sagte, dass sie auch für andere Bereiche der sozialwissenschaftlichen Tätigkeiten relevant ist, können wir uns kurz auch noch anschauen. Da geht es im Kern darum, zu üben und zu lernen, wie man berät. Beraten ist ja was anderes als Ratschläge geben. Es gibt ja den Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Ratschlag. Beraten ohne Ratschlag, gibt es ein Buch, das heißt so, ja? Beraten ohne Ratschlag. Beraten ist eine andere Form der Intervention. Ich habe ja gesagt, das ist auch für andere Kontexte des sozialwissenschaftlichen Tuns wichtig, also für Unternehmensberatung, Teamberatung, Gruppenberatung und was auch immer. Da ist die Frage, wie bringt sich der Professional da ein, ohne schon alles zu wissen? Es ist ein tastendes Vorgehen. Deshalb, Lehrende in der Erwachsenenbildung wissen um die unterschiedlichen Ebenen und üblichen Schrittfolgen in professionellen Beratungsprozessen und sind in der Lage, diese situationsflexibel sowie sensibel zu realisieren. Häufig werden 5 Schritte unterschieden. Den Punkt schauen wir uns nächstes Mal übrigens noch genauer an, ja?
Nächstes Mal möchte ich ein bisschen was über Beratung machen.